Herr Helke, wie kommen digitale Innovationen in die PKVen? Wenn wir uns anschauen, jetzt nehmen wir einfach mal die Gesundheitsakte. Wir haben im Augenblick drei relevante Lösungen. Wir haben zum einen die Vivi, wir haben zum anderen die Meine Gesundheit und wir haben als drittes den TK Safe. Und wir haben anfangs mal überlegt, halt gemeinsam eine Lösung für die ganze Branche zu entwickeln. Aber aufgrund des Wettbewerbs hat man sich dann entschieden, in die verschiedenen Bereiche reinzugehen. Und ein Hauptträger ist, dass man festgestellt hat, man hat eigentlich zu wenig Kundenkontakte. Und über eine App, die eine Gesundheits-App ist, kann ich halt viel, viel Kontakte zum Kunden generieren. Und das ist für die Versicherungsgesellschaft sehr, sehr wichtig, dass der Kunde auch wirklich die Versicherung erlebt und mitbekommt, da ist ja jemand, nicht nur im Leistungsfall. Aber auf der anderen Seite wissen wir zu wenig über unsere Kunden. Und das heißt, wir müssen halt viel, viel mehr Informationen über unsere Kunden haben, um die Bedürfnisse der Kunden wirklich gut als Partner erfüllen zu können. Sehen Sie auch Prozessvorteile, zum Beispiel im Kontext E-Rezept? Ja, gerade das E-Rezept an der Stelle, wenn wir wirklich irgendwann mal eines Tages in Deutschland ein E-Rezept bekommen können, und da bin ich sehr optimistisch, dass das eines Tages klappt, denn technisch die Piloten, die wir im Augenblick haben, ob sie nun in Hamburg Doc Morris nehmen, ob sie in Baden-Württemberg das Projekt mit der Teleklinik nehmen oder die Projekte des DAVs, also alle Projekte zeigen eigentlich, dass es geht. Wir brauchen eigentlich keine Piloten mehr. Wir müssten es nur noch auf die Straße bringen. Und es würde viele Vorteile für die Patienten bringen in dem Prozess der Digitalisierung, wenn wir das E-Rezept endlich in Deutschland nutzen könnten. Bei der Zusammenarbeit mit Startups treffen Kulturen aufeinander von Seiten der Kassen? Ja, auf jeden Fall. Also die Startups, die ticken ganz anders, die denken wirklich ganz anders, die arbeiten anders von den Prozessen, von der Kreativität her. Und da treffen manchmal wirklich zwei Welten aufeinander. Und diese Welten, die muss man zusammenbringen. Die eine Welt darf nicht die andere Welt schlucken, sondern man muss gucken, was ist wirklich das Besondere in beiden Welten und wie kann man das nutzen, ohne dass der eine vielleicht untergeht in der Welt des anderen. Und ich glaube, wenn man diese Synergien nutzt und gemeinsam an den Themen arbeitet, dass man da vorankommen kann.